Leute, was geht? Ich bin heute wieder hier mit Erika. Erika hat unfassbar lecker für mich gekocht. Wir haben das eben schon probiert auf ihrem Kanal. Wir haben ein, wie heißt es, einfach ein Kochvideo gemacht. Ja. Ein Kochvideo gemacht, wie sie mich bekocht, beziehungsweise ich habe ein bisschen geholfen, aber ich konnte jetzt nicht super viel helfen. Es ist, wie nennst du das? Curry. Curry. Mit Reis, Kichererbsen, wie hieß das Weiße nochmal? Blumenkohl. Blumenkohl. Und Kokosmilch und... Wenn ihr möchten, ja, genau. Okay, ich bin drin. Wenn ihr möchten, okay. Wenn ihr wissen möchtet, wie das geht, dann schaut auf jeden Fall bei meinem Video vorbei. Das ist mein berühmt-berüchtigtes Curry. Das ist auch komplett vegan, super lecker. Ich wollte, dass wir das Essen zeigen. Also seht ihr das Essen? Ich hoffe, dass der Fokus auf deinem Gesicht bleibt. Auf jeden Fall hier oben in dem Bereich. Und das nicht weggeht, weil sonst ist das Essen wieder fokussiert und mir nicht. Aber ihr wolltet das Essen sehen, von daher, das Essen sieht sexy aus, auch wenn es fokussiert ist. Also es sieht wirklich sehr, sehr lecker aus und es schmeckt auch sehr, sehr gut. Wir wissen mal wieder nicht, worüber wir reden und wir haben beide einfach nur nochmal Hunger. Deswegen essen wir jetzt erstmal. Heute ist echt schwierig, wenn man ein Mukbang dreht, ein Thema zu haben, worüber man redet. Ja. Fühlst du dich, wenn du rausgehst, so als wärst du Instagramerin? Keine Insta, also nicht Instagramerin an sich, weil ich halt viel mehr YouTube mache und viel länger YouTube mache, aber so als... Ja, wie sagt man das? Blogger, Content Creator, Influencer. Fühlst du dich echt so? Ja. Also von daher, dass ich auch viel schneide und so weiter, du ja auch, fühle ich mich schon so. Aber irgendwie denke ich nicht so darüber nach. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, was ich gerade denke. Aber ich finde, wir sind eher YouTuber. Ja. Oder? Safe. Vor allem, ich glaube, irgendwann, wenn das wirklich so weitergeht mit Social Media, wird es irgendwann im Duden diese Wörter, glaube ich, geben. Safe, weil warum gibt, auch nicht? Es gibt so viele verschiedene Berufe, die man gar nicht alle kennt. Damals, wo ich halt nach dem Abi in der Schule Spaß halt, also ne, Ausbildung oder whatever machen wollte. Man kennt halt nur diese Berufe Arzt, Anwalt. Ne. Aber wenn dir irgendein Mann sagt, was er beruflich ist, ich bin Dachdecker, keine Ahnung. Die haben heute voll die krassen Namen. Ja, ich bin was sagt der? Zum Beispiel Ali, der ist irgendwie Dachdecker mit... Fachspezialist-Dings, Abdichtung, keine Ahnung. Dann denkst du dir so, okay! So, und das ist bei den meisten Berufen einfach so. Und deswegen, bei so Social Media gibt es halt auch diese verschiedenen Sachen. Es gibt Leute, die zum Beispiel nur TikTok machen. Mhm. Die sind dann TikToker. Es gibt nur Blogger, die sind meistens so auf Instagram und so. Es gibt YouTuber, die sind dann nur auf YouTube und so. Also ich glaube schon, dass es irgendwann diese verschiedenen Begriffe irgendwie geben wird. Gibt es echt Leute, die nur TikTok, nur YouTube, nur Insta machen? Also ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber es gibt Leute, damals noch, das war 2015. Ja, Mann, damals hast du eigentlich nur YouTube gemacht, da gab es ja noch gar kein Insta. Aber doch. 2015? Guck mal, 2015 war vor 6 Jahren. Aber Schatz, früher, also bei mir hat persönlich alles angefangen mit SchülerVZ. Dann kam Facebook. Ja. Ich überlege gerade, dann kam Facebook. Ja, und dann kam wirklich erst YouTube. Hat's auch Knuddels? Nee, ich glaube, ich durfte das nicht haben. Ich durfte auch eigentlich gar kein Facebook haben. Ich hatte das schon, bevor Facebook überhaupt Trend war. Und boah, als meine Mama das rausbekommen hat, ist voll ausgerastet. Die so, ich will nicht, dass du das hast. Und nachher entführt dich da jemand drüber und so. Kennst doch Eltern, wenn die sich damit nicht auskennen. Und damals war das gar nicht so populär, dass man wusste, was das ist. Das war ja früher noch Musical.ly. Und da habe ich das gar nicht benutzt. Du? Einmal, ein Dings habe ich gemacht, aber ich habe es nicht gecheckt. Ich check das ja teilweise heute noch nicht. Und da, wo ich damals 2015 war, das war ich glaube, es war 2015 oder 16, weiß ich nicht mehr genau, war ich auf den Video Days. Da war ich doch auch. Ja? Ja, und da waren doch Leute, da haben doch alle YouTuber und so gesagt, guck mal, die und so, die ist von Musical.ly und sowas. Wir hatten gesagt, es kam für mich erst Schüler-VZ, kam für dich nach Schüler-VZ Knuddel? Nein, glaube ich nicht, aber ich hatte doch gar keine Schüler-VZ, ich hatte Schüler-CC. Okay, das kenne ich zum Beispiel nicht. Also, hast du noch nie gehört? Bestimmt schon mal gehört. Schüler-VZ und Schüler-CC gab es parallel. Aber irgendwie die Leute in einem bestimmten Umkreis hatten alle nur Schüler-VZ und alle anderen hatten Schüler-CC. Krass. Also, das war aber letztendlich dasselbe. Ich glaube, die waren noch beide so weiß, gelb, orange, so gelb oder orange, diese Design. Ja. Weiß, orange, ja. Ja, ja, dann habe ich schon, wie gesagt, Facebook gemacht. Da war das aber noch nicht mal annähernd das Facebook, was es dann geworden ist. Und da war ja Facebook unnormal im Hype. Und dann kam für mich YouTube, aber ich habe diese ganzen krass YouTuber, also für mich damals krass YouTuber geguckt, wie Vorstadt-Cinderella, Coco, X-Karenina, das sind wahrscheinlich Leute, die, kennst du die? Ebros Beauty Lounge.
Ja, Mann. Das sind so die Leute, die wahrscheinlich keiner da draußen, der gerade diese Videos guckt, noch kennt. Aber ich mochte das unnormal. Ich habe das so geliebt, das zu gucken. Und dann habe ich angefangen, für mich selber einfach Videos zu drehen. Habe ich einfach vor meinen Laptop gesetzt und Videos gedreht, ohne die hochzuladen. Auch ich habe die nicht mal selber angeguckt. Ich habe es einfach geliebt, Kamera anzumachen und zu labern. Krass. Ja, so hat das bei mir angefangen. Und dann irgendwann habe ich ja hochgeladen und dann ging es ja erstmal in die Hose. Dann habe ich es heimlich gemacht und dann ging es los. Dann ging es in die Hose. Als ich das erste Mal YouTube-Videos gemacht habe, bin ich am nächsten Tag einfach in die Klasse rein und ich war so, oh mein Gott, ich habe jetzt YouTube. Aber du hast das erzählt? Ja. Schade. Ja, das war eine schlechte Idee. Und dann, ich glaube, 2-3 Monate, lass es ein halbes Jahr gewesen sein, später habe ich dann nochmal einen Account gemacht, wo es keiner wusste. Und dann haben es erst die Leute erfahren, nachdem mein Video wieder reingegangen ist. Mhm. Dieses 7 Tage keine... Nee, 7 Tage im Building Method, irgendwie sowas. Mm. Bei mir haben es die Leute erfahren, dass ich YouTube mache, wo ich nicht mal 250 Abonnenten hatte. Ich glaube, ich hatte 249 Abonnenten oder so. Und da kam es einfach in der Schule raus und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Ich dachte, das wird safe noch voll lange dauern, bis das ja, so irgendwer, aber boah, nee, das war richtig schlimm. Ich verstehe gar nicht, warum das damals so krass war. Der Hate? Nicht unbedingt der Hate, also nicht unbedingt der Hate auf YouTube, mm-mm, weil das finde ich ging voll klar, das sondern ist. Dieses im privaten Umfeld, wie die Leute darauf reagiert haben, also egal ob Schule, Familie, die Leute kamen damit irgendwie noch gar nicht so klar, weil ich glaube, die haben gar nicht gerafft, wie groß das eigentlich wird. Ich weiß noch, damals habe ich meinen Vater, das war für mich so die größte Hürde, meine Mutter, die war so direkt so, ja okay, mach und so, wo ich das erklärt habe. Ich war ja 16, wo ich angefangen habe. Ich glaube, du warst sogar jünger, ne? Hast du nicht früher angefangen als ich sogar? Ich glaube, mit Ende 13, Anfang 14 habe ich für mich die Videos gedreht. Und mit Mitte 15 habe ich dann hochgeladen, wo das so schief gegangen ist. Und ich glaube, Anfang 16, also so ein halbes Jahr kam wirklich gut hin. Anfang 16 habe ich dann angefangen hochzuladen. Also so, dass es keiner wusste. Bei mir war es halt auch mit 16. Meine Mutter war direkt so, okay, mach, so, keine Ahnung, go for it. Und bei meinem Vater war ich so, ich hatte übelst Angst, das zu sagen. Dann habe ich ihm was gesagt und so, und der, eigentlich hätte ich mir das auch denken können, das hat den gar nicht gejuckt. Und da meinte ich so zu dem, ja, guck mal, ich werde so Sachen dann vielleicht zugeschickt bekommen und so, Kooperationen mit Filmen, ja, und Klamotten zugeschickt bekommen. Und irgendwann verdiene ich damit sogar Geld und so. Und der war immer so, also der hat einfach das nur so belächelt. Mhm. Und meinte so, ja, so, mach. So, aber hat halt nicht wirklich dran geglaubt oder es hat ihn halt auch nicht so wirklich interessiert, weil er, glaube ich, gar nicht so sich vorstellen konnte, was daraus mal werden kann. Und am Anfang, weil ich noch kein eigenes Konto hatte, ich habe mein erstes eigenes Konto erst mit 18 bekommen. Ja, ich glaube, erst mit 18 war das. Habe ich halt meine YouTube-Einnahmen über das Konto meiner Eltern laufen lassen. Und dann, wo dann die ersten Summen irgendwann eingetrudelt sind, das hat bestimmt bei mir... Keine Ahnung, es hat safe über ein Jahr gedauert, bis ich die erste Summe bekommen habe. Das waren damals ja 70 Euro. Mhm. Weil ab 70 Euro hast du ja ausgezahlt bekommen. Und das dann auch nur jedes halbe Jahr. Das heißt, es war richtig so ein ganz langsamer Prozess. Und wo ich das erste Mal die 70 Euro bekommen habe, war ich so voll proud und so, war voll krass. Und dann irgendwann aber, wo dann die ersten richtigen Summen reinkamen, auch wo ich meine ersten Kooperationen hatte, ja, da war mein Vater so, also meine Mutter hat mir das erzählt, dass mein Vater meinte, geil. So, und das ist so die Art und Weise dann von meinem Vater so zu, also diese, wie nennt man das? Diese Bestätigung, mhm, oder dieser Stolz oder keine Ahnung halt, dass er das dann so gesehen hat. Mhm. Dass er das so appreciated, dass du sowas, genau, machst, ja. Ich weiß, was du meinst, aber ich finde das deutsche Wort gar nicht. Ja, ich auch nicht. Ich esse noch ein bisschen Rice. Boah, ich höre, das ist so lecker einfach, ne? Ich komme gar nicht drauf klar. Nee, ist wirklich unnormal lecker. Also, solltet ihr so Curry und sowas mögen oder auch nicht mögen, probiert es einfach aus. Wirklich fantastisch. Ich glaube, damals die Leute, die hätten niemals daran geglaubt, dass YouTube so krass ist, wie es heute ist. Also hätte damals den Leuten irgendjemand, also so allgemein so Familie, Schule und so, irgendjemand gesagt, dass es Menschen auf YouTube gibt, die Millionen damit verdienen, die hätten gesagt, alles klar. Ja. Das hätte kein Mensch geglaubt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe früher gar nicht, also hast du mit der Intention angefangen, damit Geld zu verdienen? Nein. Aber trotzdem wusste ich halt, dass andere es machen. Aber es war nicht meine, also... Ich glaube, mir war das gar nicht bewusst, muss ich ehrlich sagen. Doch, ich war, also guck mal, das Ding ist, ich kann mich kaum an diese Zeit erinnern, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich das damals zu meinem Vater gesagt habe. Also muss ich es ja gewusst haben. Haben wir beide gleichzeitig angefangen oder du vor mir oder ich vor dir? Ich habe 2000...
Ich weiß, 13 angefangen. Ich glaube, im Mai 2013 habe ich meinen YouTube-Kanal gegründet. Lass mal gucken. Ich bin jetzt neugierig, warte. Ich bin am 30.05.2013 beigetreten. Ja, okay, beigetreten. Warte, da habe ich noch nicht mein Video gemacht. Ja, aber machen wir trotzdem Kanalinfo. Nee, ich da habe ich noch nicht mein Video gemacht. Safe nicht. Ich hatte, glaube ich, meinen Kanal vorher schon. 2012. Wie? Achso, du hast den Kanal schon vorher und hast als später Video. Ich glaube, ja. Aber als ob du noch dein erstes Video drin hast. Doch, ich glaube, das war mein erstes Video. Danach yes. hatte ich ein Q&A und nur das habe ich gelöscht. Sie sagt vor 7 Jahren am 29. März 2014. Krass. Wann du denn? 30.05.2013. Aber guck, hast du original an dem Tag das erste Video hochgeladen? Ich glaube nicht an dem Tag, aber... Es war ein Video gekillt! Das ist Dezember. Aber, das ist nicht mein erstes Video. Also das ist auf jeden Fall nicht mein erstes Video. Ich habe safe krass, da im Sommer angefangen. Krass, du hast vor mir angefangen. Ja. Krass. Okay, AskFM. Aber guck, da hatte man auch schon einen Instagram-Account. Krass. Ich komme gar nicht drauf klar. Einfach 2014 und 2013. Aber du warst so Ende des Jahres, ich war so Anfang nächsten Jahres. Ja. Krass. Einfach seit 2014. Wie? Was hast du? Ich war Ende des Jahres. Du warst Ende des Jahres? Also 2013, Ende des Jahres? Nein, Mitte des Jahres. Echt? Ja. So viele Videos hast du rausgenommen? Ja. Krass. Das ist das erste Video, was ich einigermaßen drin lassen konnte. Hast du die nicht auf privat gestellt? Das wäre voll cool gewesen, das nochmal so gucken zu können. Ich gucke. Kann aber auch sein, dass ich welche gelöscht habe. Ich finde das voll süß, wenn man so im Nachhinein nochmal so gucken kann, was man so alles gesagt hat und wenn man so drauf war. Ich finde das voll die süße Erinnerung. Aber es war schon eine krasse Zeit damals. Aber wir finden immer ein Thema, worüber wir reden können. Ich lieb's. Ja. Wir haben von... Alpro, so ein Pistazienmousse, plant-based, mit cremiger Kokosnuss, Schokoladen. Ich bin das leer. Alles gut? Sieht man das? Muss du näher. Okay, Leute, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine, zur Not kommt. Ich mach das. Aber das, nein, da fokussiert denn nicht mal unser Gesicht. Doch. Schaut mal, wie ach, so das nah aussieht. Gehst du ran? Ja. Oh. Warum muss ich mal anriechen? Ich muss immer riechen. Ja. Ich finde, die Konsistenz sieht sehr eigenartig aus. Die Konsistenz sieht aber ein bisschen so aus wie so bei Dani Sahne, so diese Sahne oben oder so. Bist du der Rührer oder bist du der... Nee, nicht rühren. Rührst du auch nicht die oberste Schicht? Nein. Okay. Also ich würd jetzt weiter... Also warte, Leute, ich muss euch die Konsistenz mal zeigen, dann seht ihr, was ich meine, weshalb ich frage, seid ihr der Rührer oder... Ich würde jetzt nämlich jede Schicht durchstechen wollen, weißt du? Ich glaube, das sind nur zwei Schichten. Also ich bin der Rührer, der oben rührt. Das heißt, ich würde nur oben... Rühr ruhig, wenn du möchtest. Ich rühre mein Stellchen mal durch, ja. Ich muss nur die obere, das muss ich rühren. Okay. Cheers. Hä, das schmeckt auch noch genau nach Dani Sahne. Ich hab das, glaube ich, ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal gegessen? Dieser braune Pudding mit Sahne oben drüber. Ich weiß nie, ob ich dann die Sahne gegessen habe oder ob das andere war. Aber es gibt die auch in anderen, also in so billig früher gab es die auch. 19 ja, das hatten so. Wir, ja. Hä, das schmeckt genau so, Alter. Fuck. Schmeckst du Pistazie raus? Nö. Meinst du, das liegt am Essen, weil das so witzig war? Weiß ich nicht, aber das schmeckt auch gar nicht für mich nach vegan. Also schmeckt wie so ein ganz normaler Pudding. Oder? Ja, ich finde auch nur die Konsistenz. Jetzt kannst du rühren, wenn du willst. Ich gucke, ich muss das rühren, weil das echt. Aber es schmeckt nur nach Pistazie, finde ich. Also schmeckt gut, aber die Konsistenz von dem Pistazien-Mousse-Creme irritiert mich ein bisschen. Ich finde, das schmeckt wie Sahne. Das ist wahrscheinlich auch aufgeschlagene Sahne mit ein bisschen Pistazien. Aber ich verstehe die Reihenfolge dann nicht. Warum haben die dann nicht weniger von dem Sahne? Probier mal nur die Sahne. Dann schmeckt es auf jeden Fall nicht so nach Schokolade, weißt du? Aber auch nicht wirklich nach Pistazie. Schon ein bisschen. Ja? Meine Frage ist jetzt, schmeckt das für uns so wenig nach Pistazie, weil wir gerade witzig gegessen haben? Kann sein, ich weiß nicht. Also es schmeckt nicht schlecht, ich finde es gut, nur die Konsistenz oben sieht für mich ein bisschen komisch aus und ich bin immer so, wenn sowas so komisch aussieht, bin ich immer so, ich will nicht probieren, aber ich probiere dann trotzdem, aber ist okay. Also kann man essen. Ja, kann man essen. Schmeckt auf jeden Fall nicht vegan. Wir verlinken euch alles unten. Verlinke ich das in meinem Video? Ich verlinke es auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Was denn? Dein Video. Ach so.
Schau vorbei. Okay, ja. Tschüss.